Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Apollo Justice, Ace Attorney, mit dem ersten Tag mit dem Gericht hier, in diesem Fall. 8. Oktober, 9.48 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 6. Guten Morgen. Aha, Sie sind also Vera? Ich bin Trucy, Trucy Wright. Wright schreibt man mit W, spricht es aber nicht, okay? Wir sind auf Ihrer Seite. Sie können uns alles sagen. Bitte? Guten Morgen. Oh, sie spricht! Oh mein Guinness! Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Aber ein Lächeln würde Ihnen auch nicht schlecht stehen, wissen Sie? Sie sind so hübsch, Sie müssen sich besser verkaufen, wissen Sie? Wir sollten das Ganze lieber gemächlich angehen, Trucy. Wir wollen sie noch nicht hier an Prostitution verkaufen und so, ne? Immer schön langsam. Was macht sie da? Danke, dass Sie meinen Fall übernehmen. Och, das ist aber ein schönes Grinsen. Oh, das soll ich mir irgendwie kopieren und aufhängen. So ein schönes Strahlen direkt am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Och, ist das schön. Okay, nun, das ist zumindest mal ein Anfang. Jetzt schlage ich fast mein Mikro weg. Vor lauter Begeisterung. Jetzt legt sie schon wieder mit dem Nagellack los. Das ist wirklich toll. Das ist so kultiviert. Okay, was kommt jetzt? Oh, schon wieder das Gleiche. Möchtest du ihn auch mal ausprobieren? Ja, warum hast du den nochmal gezeichnet? Was für eine Papierverschwendung ist das eigentlich, zweimal dasselbe Smiley zu malen? Ich verklage dich wegen Umweltverschmutzung. Oh, wirklich? Mädchen. Das Opfer, Drew Misham, war ein Fälscher. Und in seinem Atelier wurde ein gestohlenes Gemälde gefunden. Wirklich ein kriminelles Leben. Vielleicht hat das zu seinem Tod geführt. 8. Oktober, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 3. Nun, wir werden jetzt, Fall von Vera Misham verhandeln. Ist mit dem Richter alles okay? Seine Stimme ist ganz heiser und seine Augen sind irgendwie wässrig. Die Nachwirkungen des heutigen Prozesses werden wohl noch lange zu spüren sein. Sie könnten unser Rechtssystem wohl für alle Zeiten verändern. Heute findet ein Testlauf des Geschworenensystems statt. Und das ist der erste Schritt zu einer neuen Ordnung in unseren Gerichten. Papst Geheimmission! Die Geschworenen werden als Jury fungieren. Ihre Einbindung soll den Gerichten helfen, den Willen des Volkes wiederzuspiegeln. Warum sind keine Geschworenen im Gerichtssaal? 3 Überwachungskameras nehmen alles auf, was in diesem Gerichtssaal passiert. Die Geschworenen sehen alles, was sich ereignet. Geschworene, urteilen Sie mit Augenmaß und kühlem Kopf. Also wirklich, Staatsanwalt Garvin? Das wollte ich sagen. Ach, entschuldigen Sie bitte, Herr Richter. Geschworene, heute, wären Sie wohl so freundlich, im heutigen Prozess einen kühlen Kopf zu bewahren. Die Geschworenen sind nicht an die Buchstaben des Gesetzes gebunden. Sie beeinflussen den Fall nicht mit Beweisen, sondern mit ihren Gefühlen. Und wir werden gleich merken, welchen Einfluss sie haben werden. Nun gut, Staatsanwalt Garvin, wären Sie wohl so nett, die Details des Falls zu schildern? Das Opfer ist der Maler Drew Misham. Er wurde in seinem Atelier ermordet. Sein Kaffee war vergiftet. Von wem, fragen Sie? Von niemand anderem als Angeklagten, Vera Misham. Einspruch! In dem Kaffee war überhaupt kein Gift. Ah, da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. Es stimmt. In dem Kaffee war kein Gift, aber an dem Becher schon. An dem Becher? Ach,
Reste wurden am Rand festgestellt, ich verstehe. Im Autopsiebericht wird seine Todesursache beschrieben. Das Gericht akzeptiert dies als Beweis. Mishims Autopsiebericht, zu Gerichtsakt hinzugefügt. Ja, laut diesem Bericht, das liest du jetzt erstmal nicht, das lesen wir zuerst. Tod durch Atroquininvergiftung. Geschätzte Todeszeit 21 bis 21.30 Uhr. Drew Misham, 52. Oh Gott, mit 52 zu sterben, das ist ziemlich jung. Männlich, 6. Oktober, zwischen 21 und 21.30 Uhr. Todesursache, Atroquininvergiftung. Laut diesem Bericht starb das Opfer an den Folgen einer Atroquininvergiftung. Das ist eine chemische Verbindung, deren tödliche Dosis bei 0,002 Milligramm liegt. Schon ein bloßer Hauch von Atroquinin im Körper ist wie eine Berührung mit der Hippe des Sensenmanns. Na schön, Staatsanwalt Garvin, Sie dürfen Ihren ersten Zeugen aufrufen. Ich habe heute einen einfachen Mann für Sie, für einen einfachen Fall. Einen Mann, der den Mord in seiner Gesamtheit verfolgt hat. Bestimmt dieser Journalist, dieser Alien-Reporter. Der Zeuge möge seinen Namen und seinen Beruf angeben. Zunächst mal heiße ich Spark Brushel. Ich bin ein einsamer Beobachter der Welt. Mit anderen Worten, Sie sind freiberuflicher Journalist, richtig? Wenn ich Sie nicht ausmache, dann würde ich hier gerne etwas zu Protokoll geben. Ja, Herr Brushel. Ich mag keine Schlüsse, schon gar nicht den vorschnellen Aspekt des Schlüsseziehens. Vorteile verwandeln Park in Sandkasten mit endlosem Wüstenabfall. Zitat Ende. Aber Sie sind ein Journalist. Das haben Sie doch gestern selbst gesagt. Das stimmt, ja. Aber Sie müssen verstehen, dass ich heute als Mann mit einem Traum vor Ihnen stehe. Ich bitte Ihnen meine Aussage im Tausch gegen die Exklusivrechte an der Story. Exklusivmeldung macht einfach Brushel zum Star-Reporter. Zitat Ende. Mein Gott, ist das anstrengend, ihn zu sprechen. Dann wollen wir mal Ihre Aussage hören, in Ordnung? Ein einfacher Fall, Garvin. Für mich ist das noch lange nicht entschieden. Oh, Kampfansage. Zeugenaussage. Die Journalisten-Story. Ich bin an jedem Abend gegen 21 Uhr ins Studio gegangen, um das Interview zu führen. Ich war der Erste im Studio, Journalistengeschichte geschrieben. Zitat Ende. Seine Tochter hat uns Kaffee gebracht, kurz nachdem wir begonnen hatten. Und Sie wissen, was als nächstes passiert ist? Sternfeld. Zitat Ende. Aus ihr hat die ganze Zeit über niemand das Studio betreten. Aha. Das klingt nach einem einfachen Fall. Außer, Sie waren derjenige, der ihn vergiftet hat. Was sagen Sie da, Richter? Muss ich Sie daran erinnern, dass heute die Kameras laufen? Ich habe es für nötig gehalten, für etwas Dramatik zu sorgen. Sie haben es nicht getan, oder? Ich und sowas machen? Was soll das? Das wäre wie Journalist in den Schlagzeilen. Zitat Ende. Oder sogar moderne Hexenjagd. Zitat Ende. Jetzt hab ich's. Wüste anschuldigen und erschüttern im Gerichtssaal. Zitat Ende. Echt erschütternd. Staatsanwalt Garvin sieht so aus, als würde er sich köstlich amüsieren. Das freut mich sehr für ihn. Na gut, Herr Justice, Ihr Kreuzverhör bitte. Alles klar, dann wollen wir mal direkt in den Angriff gehen. Das interessiert mich nicht. Ich meine, wir wollen das hier so schnell wie möglich hinter uns bringen, damit wir diese Fresse da nicht sehen müssen. Oh mein Gott, ey. Bitte nicht. Oh Gott. Hier müssen wir angreifen. Moment mal. Was soll das mit diesem fallenden Stern bedeuten? Sternfeld, Apollo. Das klingt wie ein altes Telegramm. Geld überweisen. Stopp. Ach je, das weißt du nicht. Das ist wie ein Codewort unter Journalisten. Eine wichtige Persönlichkeit stirbt. Ein Sternfeld. Verstanden? Im Weltraum gibt es doch gar keine Schwerkraft, oder? Ich glaube nicht, dass Sterne wirklich fallen können. Ist das wichtig? Oh Junge, das ist toll, das ist toll. Wie wäre es dann mit dem Stern zerfällt?
Nee, da fehlt der Biss. Ich weiß. Stern stirbt. Nee, da fehlt die Originalität. Natürlich ging auch Du stirbt. Genau auf den Punkt gebracht. So wie ich es mag. Ich glaube, wir brauchen etwas Substanzielleres. Oh mein Gott. Ich hasse diese langen Wörter. Da verliere ich einfach irgendwann die Lust darauf, weiterzulesen. Der Kaffee des Stars. Sie sagen, Herr Mischem hätte auch Kaffee gehabt. Aber haben Sie tatsächlich gesehen, wie er den Kaffee getrunken hat? Klar doch. Wer sieht's gewinnen? Wer sagt, gewinnt mehr? Zitat Ende. Ich lebe in einer Mann sieht Hund einen Hund fressen und schreibt darüber Welt. Aber? Ich kann wohl kaum behaupten, dass ich gesehen habe, wie er ihn getrunken hat. Er hat so ein genanntes Schlückchen genommen, wenn überhaupt. Man setzt Satze an Lippe. Trinkt er? Zitat Ende. Dieses Gericht ist absolut tödlich. Nicht dieses Gericht. Also dieses Gericht kann natürlich auch tödlich für manchen enden, aber dieses Gift ist absolut tödlich, heißt es. Mein Magen hat es einen sogenannten Salto vollführt. Da ich diesen Kaffee ohne einen zweiten Blick darauf zu verwerfen runtergekippt habe. Moment, vielleicht war da etwas. Irgendein sogenannter Trick. Möchte jemand einen Tipp abgeben fürs Protokoll? Hat dieser Kerl auch eine Pausetaste? Nun, Herr Justice, fanden Sie diese Aussage hilfreich? Ich fand sie sehr wichtig. Das Opfer hat seinen Kaffee getrunken und ist dann sofort umgefallen? Oh ja, genau. Das können Sie sofort drucken lassen. Euer Ehren, das ist eine ganz entscheidende Information. Bitte nehmen Sie sie in die Aussage auf. Na schön. Der Zeuge wird dies seiner Aussage hinzufügen. Entscheidend, genau. Er hat nur einen Schluck genommen, wenn überhaupt, und schon lag er auf dem Boden. Das widerspricht aber eins unserer Beweise, nämlich der Kaffeebecher. Oder? Ich muss mal kurz überlegen. Spuren des langsam wirkenden tödlichen Gifts. Ah, ja, ist es. Einspruch! Verschwinde, Alien! Die Men in Black kommen gleich, um dich zu holen. Da gibt es aber ein Problem. Eine bestimmte Eigenschaft des verwendeten Gifts Atroquinin. Ach, Staatsanwalt Garvin hat sich doch ganz deutlich zu dem Gift geäußert. Eine tödliche Dosis von 0,002 Milligramm lähmt das zentrale Nervensystem. Wenn Sie das trinken würden, wären selbst Sie, Herr Justice, ein zuckendes Häufchen elend. Warum muss gerade ich als Beispiel herhalten? Leider wurde uns nicht alles mitgeteilt. Staatsanwalt Garvin hat uns etwas ganz Entscheidendes vorenthalten. Etwas vorenthalten? Atroquinin ist absolut tödlich, genau wie er behauptet. Aber der Tod tritt nicht bei der Einnahme ein, jedenfalls nicht sofort. Weil Atroquinin langsam wirkt. Langsam wirken? Was, wie wo? Eine Forensikerin meinte. Das ist eines der stärksten Gifte, aber der Körper nimmt es erstaunlich langsam auf. Es dauert mindestens 15 Minuten, bis sich erste Wirkungen zeigen. Wenn wir davon ausgehen, dass es der Kaffee war, der sein Schicksal besiegelte, dann hätte er noch genug Zeit gehabt, um diesen Kaffee zu genießen. Ruhe, Ruhe! Was hat das zu bedeuten? Wenn es stimmt, was die Verteidigung sagt. Tja, dann widerlegt das die gesamte Aussage, die wir gerade gehört haben. Nun, Herr Brushel, möchten Sie etwas zu Protokoll geben? Langsam wirkend. Langsam. Aber es war doch absolut tödlich. Wie auch immer, es hatte schon seine Klauen in den Journalisten gegraben. Er arbeitet an seiner Exklusivmeldung. Einspruch! Sie heißen Brushel, ja? Herr Brushel, lassen Sie uns mal die Straße der Erinnerung entlang gehen. Ist das Opfer wirklich in dem Moment gestorben, in dem es am Kaffee genippt hat? Denken Sie nach, das ist ganz entscheidend. Wissen Sie, was ich denke? Ich glaube, da war eine. Gar nicht so unterschwellige Unterstellung. Zitat Ende. Zugegeben, es ist schon ein Problem, wenn er in dem Moment starb, den Sie genannt haben. Denn dann müsste ich mich von meinem einfachen Fall verabschieden.
und Sie müssen sich von Ihrem Artikel verabschieden. Wie war das? Sie können doch keine Story schreiben, die auf Spekulation beruht, oder? Und während sich dieser Prozess weiterzieht, werden andere die Fährte aufnehmen. Und Sie müssen sich von Ihrem Exklusivbericht verabschieden. Exklusivmeldung? Alter, was macht er da? Alter, das ist so ekelhaft. Das kann ich nicht beschreiben. Das ist so ekelhaft. Oh mein Gott, bitte hör auf. Oh Gott, meine Augen bluten. Sehen Sie? Moment mal. Warten Sie einen Moment. Nur eine Sekunde. Wir warten und warten. Jetzt aber raus damit. Ich glaube, mir ist gerade ein sogenanntes wichtiges Detail eingefallen. Rückkehr der Erinnerung. Zitat Ende. Überleben einer Story. Zitat Ende. Anwalt total verwirrt. Zitat Ende. Mir ist tatsächlich etwas aufgefallen, als ich ins Studio gegangen bin. Ich hatte von Gift gehört, dass seine Zeit braucht. Sehen Sie? Aber offensichtlich nicht das, was ich in den letzten Minuten gesagt habe. Herr Brushel, sagen Sie, dass Sie etwas bemerkt haben, was das Geschehene erklärt? Darauf können Sie wetten. Das Gegenmittel für einen tödlichen Widerspruch. Zitat Ende, könnte man sagen. Oder besser noch, ich habe immer noch keine Ahnung, worum es geht. Zitat Ende. Ich habe es herausgefunden, aber erst nach einem tiefgründigen Interview. Dank meiner journalistischen Fähigkeiten weiß ich, wer den Kaffee vergiftet hat. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Soweit ich das beurteilen kann, bleibt der Zeuge bei seiner Aussage. Dass Herr Misham in dem Moment gestorben ist, in dem er getrunken hatte. Natürlich bleib ich bei meiner Aussage. Und bei meinem Traum von den Exklusivrechten an dieser Story. Ach. Es war wohl etwas zu viel erwartet. Was denn? Er konnte natürlich keinen einfachen Fall auswählen. Er nicht. Er? Phoenix Wright. Wer sonst? Na los, Herr Brushel. Berichten Sie es uns, wenn Sie so nett wären. Was haben Sie bemerkt? Diese Verhandlung ist ein entscheidender Test des geschworenen Systems. Ich fürchte, da gibt es keinen Spielraum für Zweifel. Sie werden vor diesem Gericht aussagen, was Sie bemerkt haben. Ja, und was Herr Brushel bemerkt hat, sehen wir im nächsten Part. Bis dann.